stark in eurem Glauben an die Göttin. Die okay, Mann. Das war jetzt schon, also, was mit Ross passiert ist. Kann ich mit noch mehr reden? Ich muss jetzt erstmal mit allen reden, tut mir leid. Jetzt wissen wir auch endlich, was mit Ross passiert ist. Er hat alles verloren und alles aufgegeben, sein eigenes Leben aufgegeben, um die 12, die ich vermute, dass die aus dem Berg kamen, zu jagen und zu töten. Als Rache. Aloy, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag, dass wir uns in Meridian sehen. Natürlich, das ist ganz einfach. Aber der Rest ist kompliziert. Ich weiß, aber vielleicht, wenn ich dich ins Innere des Berges bringe. Nein, zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, bitte denk nicht schlecht von mir. Die Göttin will, dass du das siehst. Nicht ich. Gut. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Oh, hatten wir schon. Das Tabu. Hatten wir schon. Hier ist das Entscheidende. Okay, hatten wir alles schon. Ich werde dann mal gehen. Ich wusste, du bist nicht wie andere, Nora. Du auch nicht, Val. Wenn das hier vorbei ist, zeige ich dir, was ich gelernt habe. Was ich lerne. Vielleicht. Wenn die Göttin so will. Bis dann in Meridian. Man sagt, sie stammt aus dem Berg. Ich muss jetzt erstmal mit allen reden. Gesalbte. Ich habe die Zeichen falsch gedeutet. Vergib mir. Ich sagte doch, ich bin nicht deine Gesalbte. Unsere gefallenen Stammes die blöde Heuchlerin. Die Mörder werden mit ihrem Blut für ihre Taten bezahlt. Nora Krieger, Nora Krieger. Einer anderen Zeit. Ist ins Herz des Berges vorgedrungen. Nora Krieger. Ich muss hier unbedingt, ich suche noch den Kriegshäuptlingsanführer. Ich lebe schon lange. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Tirsa hatte recht. Ein Segen, kein Fluch. Wir waren so verunsichert. Seid mal froh, dass ihr Tirsa habt. Metallkönig besiegte. Ich werde so wird die Gesalbte das Land von der Verderbnis befreien. Sie wohl zur Göttin sprechen kann? Aloy, wie hast du das gemacht? Ja, ich bin drin gegangen. Sie ist die Gesalbte. So viel Verderbnis. Boah, immer noch diese Gesalbten-Scheiß. So, ich sehe irgendwo, da ist der, glaube ich. Ich glaube, das ist der. Ja, Arschloch. Stamm, dem ich diente, ist nicht mehr. Und ich werde auch bald sterben. Die Nora haben zu viele verloren, Rash. Aber in deinem Fall lässt es sich wohl verschmerzen. Hehehe, nochmal Diss hinten hingegeben und jetzt können wir gehen. Das war's wert. Nochmal schön gedisst und jetzt können wir gehen. Weil er genauso stumpfsinnig ist wie die Urmutter Lerassa oder wie die heißt. Und wir müssen jetzt, begib dich zur Bitterklamm. Tageslicht. Looten! Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Na toll. Okay. Wo ist denn das überhaupt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Mann, das ist aber weit weg. Oh, das ist auch in eine Region, da waren wir überhaupt. Okay. War es keinerlei Lagerfeuer in der Nähe, wo wir mal waren? Okay, ist vielleicht noch nicht verfügbar. Ich weiß nicht, das sah jetzt gerade so aus, als ob wir hier noch raus müssen oder so. Wir sollen uns jetzt nach Bitterklamm bewegen. Begeben. Bewegen. Das ist eine Gegend, da waren wir wirklich überhaupt noch gar nicht gewesen. Da werden bestimmt noch die restlichen Nebenquests auf uns warten. Vielleicht sind da noch ein paar, aber scheiß auf Nebenquests. Wir müssen Hades töten, wir müssen Hades vernichten. Und rein theoretisch müssen wir ja auch nach Meridian. Weil wir müssen ja, naja, die unseren Trupp holen, unseren Trupp anführen. Oh, ein Händler, geil, der chillt hier. Alles geht verloren, aber ein Händler ist immer da. Schön. Hast du zufällig? Natürlich hast du. Ah, danke für den Draht. Ah, das ist besser. Das ist wesentlich besser.
Das ist gut, ja. Das gefällt mir. Und voll. 100 lang. Sagt er jetzt wieder, weißt du. Und nachher wieder rumquäken. Wir könnten ja auch vielleicht ein bisschen noch was verkaufen hier. Hier unsere ganzen Modifikationen könnten wir ja auch alle verkaufen. Dann haben wir auch mal wieder da ein bisschen Platz. So. Outfits. Ja, will ich nicht verkaufen. Rohstoffe. Auch alles eigentlich. Hier das Fleisch brauchen wir nicht. Achso, zum Verkauf markieren. Ah. Noch ein bisschen davon. Hiervon. Hiervon. So, haben wir jetzt alles vertickt oder einzeln nur? Ne, die haben wir alle vertickt. Sehr schön. Diese komischen Uhren und was weiß ich alles, was wir hier komisches haben. So, dann können wir jetzt nochmal wieder noch ein bisschen Draht kaufen. Weil das brauchen wir auf jeden Fall. Das braucht man immer. Draht ist immer das, was man braucht. Tak, 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 tak. Wenigstens funktioniert das. Oh, wir können sogar noch mehr. Alter, wir haben über 2000 Scherben. Ich muss erstmal Draht kaufen. Das ist mir so wichtig, weil das ist halt unsere Hauptmunition, die wir jetzt gebrauchen. Und naja, da muss das halt erstmal alles rein, ne? So, ein bisschen Holz. Wie viel haben wir? Achso, das waren Holzpakete. Ich glaube, mit den Holzpaketen können wir dann hier im Inventar. Oder? Nein? Mein Rohstoffbeutel ist voll. Okay. Ja gut, okay. Passt. Passt. So, und wir können nicht dahin reisen? Was ist denn das nächste? Waren wir hier überall nicht gewesen? Noch nie? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Na gut, wir sind immer da unten lang gelaufen. Nie da oben. Wir müssen da oben erstmal lang laufen. Gut. Dann reise ich mal schnell hier hin und dann laufen wir da oben mal lang. Wir sind wirklich nie da oben lang gelaufen, immer nur unten lang. Wir haben auch noch nie so einen Steinbeißer angegriffen. Ich meine, es ist nicht so, dass ich da jetzt unbedingt, einen Steinbeißer oder so. Nicht wirklich, aber man kann ja trotzdem mal gucken. Man weiß ja nie, ne? Dann bin ich mal gespannt. Sollen wir jetzt eigentlich vorher nach Meridian oder sollen wir jetzt... Ich verstehe noch nicht ganz. Wir laufen erstmal da ein bisschen rum und dann, glaube ich, machen wir uns auf den Weg nach Meridian. Oder? Ich weiß noch nicht. Weil wir sollen sie ja in Meridian treffen, aber wir sollen nach Bitterfeld. Ist das eine Nebenaufgabe? Rede mit Vanasha. Ach so, ja, genau. Heilender Eid. Ach ja, genau, Odins Familie, das müssen wir ja auch noch machen. Ja, aber wie gesagt, das kommt alles. Das kommt alles, wenn es denn soweit ist. Kreis drehen, da lang. Gut. Währenddessen können wir uns ein bisschen auffüllen an Kram. Wobei wir eigentlich könnte nützlich sein. Lebenstechnisch ziemlich gut dastehen. Und zwar rein theoretisch voll sind. So, hier hinten waren wir noch nie gewesen. Weißt genau warum. Du weißt genau warum. Kein Platz mehr. Na gut. Können wir eigentlich... Warte. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Wildschweinhaut, Waschbärknochen. Oh, da können wir. Wahnsinn. Und da. Ach ne, der ist schon voll. Ja, die anderen können wir alle nicht. Können wir alles nicht machen.
So, Heilung haben wir voll. Okay, wir müssen wirklich hier lang. Hier ist richtig, ne? Ist denn im Meridian überhaupt irgendetwas angezeigt? Meridian war die Stadt, ne? Wir müssen da mal hingucken. Später gucken wir da nochmal hin. Ich will ja schon gerne einen ganzen Trupp mitnehmen. Ich meine, wenn wir diesen ganzen Trupp dabei haben, ich glaube, da ist es auch alles ein bisschen leichter, oder? Wer weiß, was uns da alles erwartet. Hier war außerdem Lager. Als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. Tja. Maschinen-Ejakulat nennt man das, Mädel. Maschinen-Ejakulat. Die ignorieren wir auch erstmal, die ganzen. Weil wir sind schon Level 35. Wir sind fast Level 36. Bis 50 geht es. Also sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Es gibt uns ja auch immer mehr Leben. Ist auch eigentlich immer gut. Ein paar Scherben. Okay, Scherben brauchen wir überhaupt nicht. Allgemein müssen wir jetzt hier kaum noch irgendetwas sammeln. Wir laufen einfach nur. Wir laufen einfach in die Richtung. Okay, in die Richtung. Okay, ich bleib mal auf dem Weg. Alles klar, ich bleib auf dem Weg. Ist ja gut. Ist das nicht ein Weg? Wie sieht ein Weg aus? Ist ja auch gut, das ist ein Weg. Ah, ja. Maul halten. So. Wir haben genügend Draht, genügend Scherben, genügend Reinholz. 2300 Reinholz. Da haben wir, jetzt haben wir auf jeden Fall, oh, Windmühlen. Oh, hübsch, glaube ich, weiß ich nicht, sind kaputte Windmühlen hübsch? Guck mal, die eine Windmühle grüßt uns. Ja, Tag. Die Welt ist so faszinierend und es gibt eigentlich noch so viel zu sehen. Oh, ein Donnerkiefer, der ist süß. Oh, der ist böse. Was macht er? Da ist doch noch irgendjemand. Oh, da ist noch ein Mensch. Banditenscherge. Gut, den Donnerkiefer ignoriere ich jetzt aber. Zum Kämpfen erschaffen. In der Tat. Okay, ich dachte, es will was mit uns zu tun haben, weil es so auf uns zugerannt kam, aber im Endeffekt eigentlich nicht. Entspann dich. Entspann dich. Gut, sie laufen weg. Wenn sie weglaufen, heißt das, sie sind entspannt. So, wir müssen da runter. Oh, ein bisschen Reinholz. Können wir mitnehmen. Brauchen wir. Haben nur 2237. Ach komm. Na gut. Zack. Dann halt so. Endlich ein Draht. Geil. Hat sich gelohnt. Den haben wir auch nochmal. Wir brauchen ja immer noch diese Wildschweinknochen, damit wir mehr Schuss haben und so. So, aber die Sau, zum Thema leichtes. Aber die Sau will das ja auch nie droppen. Damit wir auch mehr Munition in unseren Köcherchen haben. Alter. Was guckst du? Sache. Naja, geht. Alter. Nix da. Bro. So, wir werden übermütig, jetzt wo wir die Auserwählte sind. Da oben ist noch eng ein Türmchen. Die sind allgemein ein paar Türmchen. Schnappmaul. Ah. Aber das wissen wir ja auch schon alles, dank den Langhälsen.
Läufer. Ich geh mal ganz kurz hier hin. Da ist noch irgendeine Stadt oder so. Oh, wir müssen sogar dahin. Okay, oh, gut, okay. Wir müssen sogar dahin. Feuerding. So, Wildtier getötet. Fuchsknochen. Das wird zu schwer. Wir müssen unbedingt unseren Rohstoffbeutel wieder ein bisschen ausleeren. Wir haben so viel Reinholz. Okay, das Fleisch behalte ich mal. Die Schlüssel und Uhren und diese ganzen Linsen hier. So. Nee. Nein. Ich will den Fuchs aufnehmen. Da, Fuchs. Ich weiß nicht, ob wir den Fuchsknochen brauchen. Ich weiß, dass wir Wildschweinhaut brauchen, ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Hey, Karjas. Oh, das ist einfach nur wieder so ein Übergang, wa? Da oben habe ich einen großen Vogel gesehen. Müssen wir auch nochmal angreifen.